So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich hier zum Morning Meeting am Mittwoch, den 10. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen. Und wir haben tatsächlich eine ziemliche packed Agenda. Ist mir gerade erst aufgefallen, ehrlich gesagt, wie viel wir heute zum Thema machen wollen. Zum einen natürlich Inflationszahlen, die hatten wir gestern schon mal angerissen. Gold, Silber, Gold ganz interessant, weil ganz knapp unterhalb der potenziellen Ausbruchregion. Und da könnte dann eben durch heute diese fundamentale News entsprechend der Katalysator geliefert werden, der dann eben den Break höher auf den Weg bringt. Natürlich wollen wir uns einen Blick gönnen auf die jetzt jüngsten Entwicklungen, die in Tesla stattgefunden haben. Nicht, dass es uns überraschen würde. Wir hatten das ja schon am Montag skizziert gehabt. Da hatten wir gestern dann zum Thema gemacht, dass relativ zügig gleich wieder Käufer reinkamen, nachdem Tesla ja downgappte und dann gestern so ein regelrechter Flashout, der stattgefunden hat. Wir sind jetzt knapp bis 1.000 US-Dollar die Aktie gelaufen. Das ist auch deshalb brisant. Nicht deswegen, weil jetzt schlussendlich sich das Szenario herauskristallisiert hat, welches wir zum Thema gemacht haben. Das ist deswegen brisant, weil heute tatsächlich ein potenzieller Tesla-Konkurrent, Konkurrent in Anführungsstrichen zu setzen, und zwar Rivian an die Börse geht, ein IPO sieht. Und Rivian, die Aktie, die ist potenziell heiß natürlich, also weil heißes Feld aktuell. In diesem Zusammenhang wollen wir einen Blick werfen auf IPOs generell nochmal. Ich will nochmal ganz kurz was präsentieren, basierend auf einem Tutorial. Ich habe schon einige Links eingestellt, wo man sich dort Informationen ziehen kann in der Discord-Community. Link dazu habe ich eingestellt jetzt hier im Stream. Also Rivian, da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Interessant ist in dem Zusammenhang natürlich, Markets bietet das Trading des Rivian CFDs, also des CFDs auf die Aktie tatsächlich ab heute tatsächlich dann an, direkt. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wer dort über den physischen Handel hier keinen Zugang hat, eben entsprechend kann trotzdem diesen IPO traden, basierend auf dem CFD-Angebot eben von Markets. Definitiv interessant. Kürzel, machen wir gleich alles. RIVN, aber wir schauen gleich drauf. Ja, dann blicken wir natürlich auf gestern Abend nachbörsliche Earnings, die veröffentlicht worden sind, unter anderem Coinbase. Schwächeres Wachstum, eigentlich relativ solide, schwächeres Wachstum. In diesem Zusammenhang ebenfalls einen relativ scharfen Flush gesehen, überrascht vor dem Hintergrund des jüngsten Runs in Bitcoin und Co. in Richtung und auf neue Allzeithochs. Durchaus interessant, vielleicht kurzfristig von der Short-Seite, längerfristig dann von der Long-Seite, sobald wir unter 300 Flaschen, da werden wir auch einen Blick drauf werfen. Roblox gestern ein Mega-Lauf, den wir zu sehen bekommen haben, auf neue Allzeithochs, Tagesschluss geschlossen und potenziellen Kandidat dann auch heute für ein Second-Day-Play nach eben diesen starken Earnings und der starken Reaktion. Also ja, ihr seht schon, wir haben eine ganze Menge auf jeden Fall zu covern. Wir werfen einen Blick auf die diversen Märkte und das ist das Schöne in dem Zusammenhang. Wir haben breite, gefächerte Produktpalette an Märkten, die wir abdecken. Der DAX, der sich weiterhin unspektakulär präsentiert, den wollen wir zum Thema machen, aber nichtsdestotrotz wird der nicht unser Hauptfokus sein. Bevor wir ganz offiziell starten, der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Dieses Risiko sollte man sich bitte bewusst sein, beziehungsweise sollte zunächst einmal sich die Frage stellen, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Dann könnt ihr auf markets.com/de nicht nur den vollständigen Risikohinweis finden, sondern zudem euch auch eine Demo runterladen. Alle weiteren Informationen zur Produktpalette von markets.com/de ebenfalls dort zu finden natürlich an der Stelle. Also das heißt physischer Aktienhandel, ETFs und dergleichen. Gerne alle Informationen auch bei der Elena per E-Mail fragen. Ich stehe euch gerne zur Verfügung im Zusammenhang mit Fragen rund um die Märkte. Stellt die jetzt gerne hier im Livestream, stellt die Fragen gerne unterhalb dieses Videos, solltet ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschauen. Kontaktiert mich gerne via Twitter, @jensklattfx ist dort mein Kürzel. Kontaktiert mich gerne über meine Webseite jk-trading.com/forum, dort eine Trading-Chatbox jeden Tag. Nicht nur Austausch mit mir dort möglich, sondern auch mit anderen Trading-Begeisterten. Discord-Community-Link hatte ich schon eingestellt gehabt. Da ganz besonders mein Fokus auf den US-Aktien und Märkten. Und E-Mail natürlich auch, könnt ihr mir auch gerne schicken, jklatt@jk-trading.com. Das heißt zur Einführung gewesen. So, wir switchen einmal hier rüber. DAX heute früh mit diesem leichten Rollover. Ja, wie gesagt, das sieht ehrlich gesagt so ein bisschen spektakulärer aus, als es dann schlussendlich eben tatsächlich ist an dieser Stelle. Ich hatte gesagt, 16.100 dürfte der Deckel drauf sein. Wir sind jetzt in Richtung der 16 gelaufen. Wenn wir uns unterhalb stabilisieren können, mal schauen. Also aktuell pendeln wir um dieses Niveau. Könnte es sein, dass es eventuell nochmal einen stärkeren Push auf der Unterseite gibt, der uns Richtung 15.9 zunächst führt. Aber alles in allem bleibt der Modus erstmal grundsätzlich weiterhin bullisch konsolidierend auf hohem Niveau mit dem Potenzial, dass da früher oder später eben entsprechend der Breakout erfolgt. Also hier dieser Kursverlauf, den hatte ich schon letzte Woche. Ich muss mal kurz aufs Datum gucken. Donnerstag, Freitag, ja, das kommt gut hin.
hatte ich den ja schon als Option zum Thema gemacht. Das hatten wir im Morning Meeting hier zum Thema gemacht gehabt, dass da eine Konsolidierung sich jetzt abzeichnen könnte, weil auch die externen Trigger einfach schlichtweg fehlen. Die Vorgaben seitens der US-Märkte sind weiter relativ bullisch. Ja, wir haben größtenteils eventuell hier den Run auf neue Allzeithochs im S&P 500 oder auch im Nasdaq, besonders aber im S&P oder beispielsweise auch den Breakout im IWM. Das ist der im Russell 2000 an dieser Stelle. Das ist der für die Mid- und Small Caps, einen stark bullischen Breakout gesehen. Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Das gibt vielleicht dort zeitnah eine Möglichkeit, auch ein Setup zu formulieren. Zwei Möglichkeiten gab es schon in der Vergangenheit, jetzt einen Breakout dort zu traden, aber vielleicht eine Rücksetzung gegen die Ausbruchregion. Aber zurück zur Infrastructure Bill, also seitens der Biden Administration. Das ist vielleicht da der potenzielle Treiber in den USA gewesen. Und infolge dieser bullischen Vorgaben war es eben so, dass auch der DAX sich dann hat hier auf hohem Niveau stabilisieren können. Steht natürlich dann im Raum das Risiko an der Stelle, dass eben das größtenteils eingepreist ist und dann zu einem Buy the Rumor, Sell the News Event führt. Also das heißt, dass wir dann eben eine Korrektur im Equities-Bereich in den USA zu sehen bekommen. Ja, aber der stabilisiert sich ebenfalls weiter auf hohen Niveaus, präsentiert sich sehr, sehr stark und infolgedessen ist dann eben auch hier die Konsolidierung im DAX im Bereich der Allzeithochs, die eben stattfindet. Grundsätzlich ist mit Short-Engagements vorsichtig zu sein. In dem Zusammenhang, wir sehen jetzt hier zwar den Ausbruch aus der Open Range tatsächlich auf der Unterseite. Aber wir sehen eben auch, dass unterhalb der 16.000er-Marke kein stark dynamisches Momentum aufgenommen wird. Jedenfalls noch nicht. Also jetzt in dem Zusammenhang ist die Reaktion ganz interessant. Also kurzfristig trading-technisch, für ganz kurzfristig orientierte Trader intraday, das ist dahingehend interessant. Also für mich jetzt interessant, diese gleitende Durchschnittslinie hier, das ist der EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, den ich als Vorteilsidentifikator nehme. Und nicht nur als Vorteilsidentifikator, also sehr plump gesprochen, handeln wir drüber, bin ich long, handeln wir drunter, bin ich short, sondern ergänzend dazu auch als dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinie. Jetzt handeln wir drunter, sind aus der Open Range auf der Unterseite ausgebrochen. Und wir sehen jetzt gerade einen Versuch, den zurückzuerobern. Das wird jetzt ganz interessant, ob das gelingt oder ob das nicht gelingt. Sollte es gelingen, dann ist vermutlich für die Short-Seite dann heute, zumindest bis US-Eröffnung, da müssen wir dann allerdings Impulse von dieser abwarten, ist dann zunächst einmal Short vom Tisch. Sollten wir das nicht schaffen und sollten wir jetzt bei dem Bounce zurücksehen, aber eben gegen diesen Bereich, das ist dann auch die untere Open-Range-Begrenzung und dann eben der Bereich EMA 50 wieder überrollen, dann könnte ein nochmaliger Test, und das ist ja ein sehr, sehr volatiles Umfeld weiterhin, das muss man natürlich auch sehen, wir haben hier einen Indexstand von 16.000 Punkten, da haben wir eine Distanz von 40 Punkten auf der Unterseite. Das ist nett formuliert lächerlich. Das sind 0,2% bezogen auf den Indexstand insgesamt, also wirklich klein. Und sollten wir jetzt nochmal einen Attack auf diese Tiefs zu sehen bekommen und diese unterschreiten, könnte das der Wegbereiter sein für eine Korrekturbewegung, die uns mindestens Richtung 15.59, vielleicht sogar in Richtung der 15.900er Region führt. Also das ist jetzt durchaus ein interessantes Szenario. Wir schauen uns das mal an. Aktiv handeln möchte ich es derzeit nicht. Dafür ist einfach dieser Modus grundsätzlich für mein Trading insgesamt auch vom Volumen, von der Volatilität her einfach nicht geeignet. Aber nichtsdestotrotz ist das durchaus etwas, was für die kurzfristig orientierten Trader mit entsprechenden Handelsansätzen jetzt von Interesse sein könnte, das Verhalten in diesem Bereich. Sollten wir zurück in die Open Range laufen, sollten wir zurück uns jetzt oberhalb hier des EMA 50 stabilisieren, wie gesagt, dann ist der Vorteil zunächst von der Short-Seite switch da weg. Der nächste potenzielle Impulsgeber sind dann heute Nachmittag 14:30 Uhr die Inflationszahlen. Da wieder der Blick natürlich auf Realverzinsung bzw. ganz besonders eben die Entwicklung am Zinsmarkt. Kommt es zu einer anziehenden Inflation über der Erwartung liegend, infolge derer es zu Spikes in Zinsen kommt, das könnte in diesem aktuell hier massiv auf Fremdkapitalbasis finanzierten Marktumfeld dazu führen, dass es einen kurzen Flashout vielleicht gibt. Das würde das Bild nicht massiv eintrüben, aber zumindest mal sollte man das im Hinterkopf behalten. Ich will es allerdings auch nicht in Anführungsstrichen übergewichten, denn der Markt, der sieht weiterhin einfach schlichtweg stark aus. Also jetzt unabhängig davon, dass es diverse Gründe gibt, das steht vollkommen außer Frage. Man kann im Grunde genommen eine ganze DIN A4-Seite vollschreiben mit möglichen Gründen, die dafür sprechen, dass Equities korrigieren. Und genau deswegen, weil es so offensichtlich ist, glaube ich, haben wir ein extrem bullisches Umfeld. Neben dem Umstand, dass wir sowieso saisonal uns begünstigt eben tatsächlich wiederfinden. Ich habe gestern, ich habe die Liste gar nicht verfolgt, ich habe es nur gesehen, also dann ich lasse das so auf mich wirken, weil das einfach zu viele Informationen wären, die ich dann verarbeiten müsste. Und das würde mich einfach auch in gewisser Form in meinen Entscheidungen grundsätzlich im Trading auch tatsächlich hemmen. Also das heißt, ich versuche da wirklich zu filtern. Ich muss ein bisschen aufpassen natürlich, weil das doch stark vereinfachend ist manchmal, wenn man nur eine Headline liest. Das gilt auch natürlich ganz besonders vielleicht in der aktuellen Zeit in Bezug auf
irgendwelche News, die andere Thematiken, jetzt nicht in Bezug aufs Trading, sondern irgendwelche Inzidenzen und was weiß ich, wie der ganze Quatsch da heißt, beinhalten. Da muss man ein bisschen sehr vorsichtig sein, weil die Headlines dann doch manchmal sehr irreführend sind und dieses klassische Clickbait natürlich nach sich ziehen. Ja, also dessen sollte man sich durchaus bewusst sein. Also Clickbait, draufklicken, also dass ein Klick produziert wird infolgedessen. Und das kommt natürlich die Idee, warum macht man sowas? Also macht das Sinn? Das macht aus geschäftstechnischer Sicht, besonders aus Advertisement-technischer Sicht, macht das einen riesen Sinn tatsächlich. Denn jetzt nehmen wir mal irgendeinen Anbieter eines Werbedeals und ja, also wie beurteilt der die Aktivität auf einer Webseite, wo er Werbung schaltet, beziehungsweise woran orientiert sich dann der entsprechende Werbedeal, den er mit dem Anbieter, Nachrichten, beziehungsweise Zeitschrift, Medium, wie auch immer, geartet, wie der sich dann ausgestaltet. Das ist abhängig von den Klicks da drauf. Das bedeutet also etwas anders. Derjenige, welcher der da Werbung schaltet, der kriegt nur diese nackte Zahl vorgelegt. Dann hast du noch einen einigermaßen passablen Salesman seitens des Mediums XYZ und der verkauft dir dann einfach eine mega Reichweite für seine Webseite, für sein Medium. Die machen einen entsprechenden Werbedeal, haben entsprechend die Einnahmen. Ja, und für denjenigen, welchen der seine Werbung schaltet, für den kommt unterm Strich allerdings nicht besonders viel rum. Also zumindest ist das jetzt mal so eine grobe Herangehensweise, warum man so etwas macht. Ich finde das ehrlich gesagt ganz interessant, weil das hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen. Und zwar nicht nur im Bereich Brokerage, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Das hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das ich ehrlich gesprochen als ungesund erachte und infolgedessen dann sich früher oder später schon die Frage stellt, ob das nachhaltig ist, beziehungsweise ob das nicht früher oder später mal eine potenzielle Korrektur begünstigt. Also auch das könnte man jetzt tatsächlich schon dann, dieses Aufblähen, dieses Ballons, der da stattfindet, als grundsätzlich skeptisch eben beäugen in diesen Bereichen. Ne? Darüber hinausgehend, wie gesagt, auch China wird jetzt wieder ein Thema. Da gibt es die nächsten Immobiliengiganten, die in Schwierigkeiten geraten. Massive Manipulationen der Finanzmärkte offenkundig, entsprechend seitens der Notenbanken rund um den Globus, der Größen ganz voran, die Fed beispielsweise, EZB, kritische Stimmen, die immer lauter werden, Korruption, die im Hintergrund stattfindet, kleptokratische Verhältnisse, Leute, die sich bereichern, ausgehend von diesen, von ihren Machtpositionen. Das gilt für Fed-Offizielle, das ist offiziell geworden, die dann zurückgetreten sind, die im Daytrading-Bereich da, ausgehend eben von ihren Informationen dennoch aktiv an den Märkten waren. Kritik beispielsweise auch an denjenigen, welchen die in bestimmten Ämtern bestimmte weitreichende politische Entscheidungen, auch geldpolitische Entscheidungen treffen, beispielsweise Frau Lagarde, die ja beispielsweise, jetzt mal sehr direkt gesprochen, eine verurteilte Straftäterin, eine Betrügerin ist beispielsweise, also das ist ein rechtskräftiges Urteil, also das ist nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen, sondern das kann man nachlesen. Da erkennt man das. Also bis dato war das kein großes Thema, aber es wird jetzt immer offensichtlicher, dass dort eben entsprechende Strippen gezogen werden, die bestimmte Gruppen, gesellschaftliche Gruppen bereichern sollen und andere eben schlechter stellen bzw. unterdrücken. Ja, aus welcher Hinsicht auch immer. Das ist eine wichtige Information. Jetzt würde man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch. Das ist in Bezug auf die Märkte ganz wichtig, also für mich jedenfalls, denn es zeigt, dass offensichtlich etwas deutlich verrückt ist, also dass da ein Ungleichgewicht herrscht und dass diese jetzt voranschreitende Manipulation auch der Märkte früher oder später nach einer Korrektur schreit. Das ist auch ein Gefühl, das etabliert sich im Bias grundsätzlich. Im Zusammenhang mit diversen Marktteilnehmern, mit Leuten, die mit denen man sich unterhält. Und dann setzt so eine, ich kann ja sowieso nichts dran ändern, Mentalität einen im übertragenen Sinne, was extrem ungesund ist natürlich und was das grundsätzliche Fundament, auf dem der Markt seine Rallye baut, natürlich in Frage stellt. Aber bis jetzt funktioniert es noch und in Anführungsstrichen tanzen wir so lange auf der Party, wie die Musik spielt. Unabhängig von den diversen Entwicklungen, fundamental oder auch gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich abzeichnen und dergleichen. Und genau das ist nämlich dann das Umfeld, in welchem ich sage, solange diese Skepsis so vorherrscht, wie sie es tut, ist das eigentlich eine Rallye nochmal zusätzlich befeuern tatsächlich und sollte nicht unterschätzt werden. Und gegen dieses Momentum sollte man sich auch an dieser Stelle zunächst nicht stellen. Sobald der Markt beginnt, eine Top-Struktur auszubilden, werden wir das schon sehen. Also, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das zeitnah passiert tatsächlich. Allerdings glaube ich, dass wir das in den Jahresschluss hinein und vielleicht auch zu Beginn des kommenden Jahres eher nicht erwarten sollten. Aber ich würde mal sagen, so müsste ich jetzt ein Gefühl abgeben, eine Einschätzung, würde ich sagen,
Februar, März kommenden Jahres könnte es durchaus ein bisschen unangenehmer werden. Und bis dahin ist allerdings noch eine Menge Zeit und bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Und deswegen sollte man sich an der Stelle eben, wie gesagt, eher auf der Long-Seite wiederfinden und sollte eben dann nach der Devise verfahren, buy the dip. Das gilt auch beispielsweise für Tesla, wo wir gleich einen Blick drauf werfen wollen. Jetzt habe ich so viel geredet. Zwischenzeitlich haben wir hier jetzt den EMA 50 zurückerobert. Also, das ist noch nicht kein sich deutlich aufhellendes Bild, aber es zeigt, dass nach unten potenziell erstmal die Luft raus ist. Also, das bedeutet, etwas anders formuliert, Short-Engagements sind jetzt hier im Zusammenhang mit dem DAX tatsächlich erstmal kein Thema mehr. So, wir blicken mal kurz einmal auf den S&P, der sich auch jetzt erstmal so ein bisschen konsolidierend widerspiegelt. Ganz kurz übrigens mal einen Augenblick. Okay, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mal jetzt ganz kurz hier einmal die Seite updaten, damit ich auch ein Bild bekomme. Ja, sehr schön. Sehr gut. Okay. Also, bezogen auf den S&P, diese Aufwärtsstruktur, diese bullische Struktur hier, kurzfristig steile Aufwärtssequenz, ausgehend von diesem kurzen Push auf der Unterseite Mitte Oktober in Richtung nochmal der 4.300er Region, wo wir dann allerdings begonnen haben, höhere Tiefs auszubilden und dann entsprechend hier eine Konsolidierung gezeigt haben. Dieser Run, der sich herauskristallisiert hat, dies ist jetzt zunächst gebrochen worden. Das trübt aber nicht das übergeordnete bullische Bild ein. Also wir verlaufen jetzt immer noch long, mit dem Potenzial eventuell, dass wir auf hohem Niveau weiter seitwärts konsolidieren. Vielleicht zeigt sich das jetzt auch über die kommenden 2 Wochen. Nähern uns somit dann dieser übergeordneten oder etwas übergeordneteren Aufwärtstrendlinie an, konsolidieren hier im Bereich 4.600 bis 4.700, leicht drüber an Punkten und sehen dann von hier nochmal ein Aufdrehen in den Jahresschluss hinein und folglich eben weitere bullische Vorgaben. Grundsätzlich allerdings, wie gesagt, ist das erstmal jetzt ein Neutralisieren des kurzfristig vielleicht auch etwas heiß gelaufenen Modus, was allerdings nicht bedeutet, dass wir jetzt hier eine scharfe Korrektur sehen. Und selbst wenn wir sie zu sehen bekämen, wäre das noch kein wirklicher Beinbruch. Wir würden von einer Korrektur in der Größe von 2, vielleicht 3% eben tatsächlich reden. Grundsätzlich bestand das Risiko zu Wochenbeginn. Wir sehen es gleich auch im Hinblick auf Tesla, durchaus denkbar, dass sowas mit Verzögerung auftritt. Es ist denkbar, dass wir vielleicht diesen Flashout auf der Unterseite noch sehen. Sprich also, ein Großteil dieser Infrastructure Bill und dieses fiskalpolitischen Stimuluses, der seitens der Fed dort jetzt, nicht Fed, Verzeihung, der Biden Administration kommuniziert wurde, dass das früher oder später eben zu einem Pull-in führt und dass das eben zu einem Buy the Rumors, Sell the News Events eben tatsächlich führt. Aber bis hierhin finde ich ehrlich gesagt, so jetzt in der ersten Hälfte der Handelswoche, die jetzt rum ist, finde ich das eine extrem starke Performance, nachdem das jetzt über den Ticker gelaufen ist und dass wir uns trotzdem auf diesem hohen Niveau konsolidieren können. Also das ist nochmal ein zusätzliches Signal, dass da aktuell offensichtlich Stärke im Markt einfach schlichtweg vorhanden ist, die auch weiteres bullisches Potenzial und realistisch auch Aufschlagspotenzial noch in Richtung 5.000 in den Jahresschluss hinein befeuern könnte. Also es könnte durchaus sein, auch wenn das bis hierhin schon sehr, sehr stark überdehnt ausschaut, dieses Bild, was wir hier zu sehen bekommen, wenn wir das hier mal unten auf dem Tageschart anschauen, dass das nochmal eine deutliche Beschleunigung auf der Oberseite sieht, bevor es dann früher oder später mal zu einem Rücksetzer kommt. Sofern er überhaupt, wie gesagt, sich abzeichnet, zumindest jetzt in den kommenden Monaten. Ich will ganz kurz einen Blick werfen, einmal auf den IWM. Das ist wie gesagt hier der Russell 2000, also IWM ist das Kürzel an der Stelle. Und den bullischen Breakout, der da stattgefunden hat, da kann man es erkennen. Der setzt vielleicht jetzt nochmal zu einem Retest an. Das ist also durchaus nochmal eine interessante Konstellation, meiner persönlichen Einschätzung nach. Also hier hat sich diese Konsolidierung schon abgezeichnet oder der Ausbruch aus dieser Konsolidierung und dann schlussendlich hat er eben hier stattgefunden, wurde jetzt letzte Woche auf den Weg gebracht. Starker Ausbruch. Und man erkennt, dass das nicht nur ein Fish-Out war oder ein kurzer Pop und dann ein Fehlausbruch, der dann sofort wieder abverkauft wird, sondern dass das in Anführungsstrichen Ausbruch ist, der gekommen ist, um zu bleiben. Bedeutet also etwas anders formuliert, ein Rücksetzer hier in Richtung der Ausbruchregion findet da eine starke Unterstützung. Das ist 2,32, 2,33 ungefähr, vielleicht ein Stück höher, 2,34. Das ist ein interessanter Bereich, gegen den man sich realistisch long positionieren kann. Man hat ein klares Level, gegen das man riskiert. Also die Initialzündung in Anführungsstrichen wurde hier gestartet, also sprich ein Stop 2,23 ist durchaus legitim, finde ich. Also wenn wir in diesem Bereich zurücklaufen oder unter diesen fallen würden, dann würde das diesen Ausbruch natürlich negieren. Und hoppala, das war jetzt nicht so gut. Und was wir jetzt machen, ist natürlich die Frage zu stellen. Oh, falscher Knopf gedrückt. So.
Wie viel Potenzial hat denn jetzt der IWM hier, der Russell 2000 an der Stelle und der ETF auf den, auf der Oberseite? Zwecks-Chance-Risiko-Verhältnis-Kalkulation. So, richtigen Knopf drücken. Da sieht man, Potenzial hat er locker bis in die Mid-50s, vielleicht sogar bis in den Bereich um 2,60. Also das bedeutet, wenn ich hier gegen die 2,32, 2,33 mich long positioniere, mit einem Stop im Bereich um hier roundabout 2,22, dann habe ich ein Risiko von maximal 10 Punkten, gehe auf der Oberseite auf eine Chance aus der 2,30er-Region von 25, 30 Punkten eventuell, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir ein CRV hier von 3 zu 1 finden. Also das ist durchaus ein interessanter Breakout, der hier stattgefunden hat. Ich will auch mal ganz kurz Folgendes machen. Einen Augenblick. Den hole ich mal ganz kurz hier drauf. Wir gucken uns jetzt den ETF an und was wir machen ist, wir gucken uns das Volumen an, welches hier gehandelt worden ist, einfach um auch zu sehen, dass das ein volumengetragener Breakout war. Also, dass dieser Bruch in Anführungsstrichen jetzt gekommen, um zu bleiben. Und zwar, was man hier sehen kann, ist eine Konsolidierung innerhalb dieser Range. Also, das ist der gleiche Modus, ne? Das ist erkennbar. Das ist der gleiche Chart, den wir uns hier angucken. Nur mit dem Unterschied, dass wir uns jetzt real gehandeltes Volumen eben hier anschauen. Und dann sehen wir, dieser Anstieg hier und dieser Ausbruch aus der Range, der dort auf den Weg gebracht worden ist. Also, Vorbereitung 1. November und dann Breakout am 2. November. Das, was mich hier interessiert, ist das anziehende Volumen. Das ist deutlich erkennbar. Das ist ein deutlicher Anstieg des Volumens und das heißt, er wird einfach vom großen Geld in Anführungsstrichen getragen. Das ist auch durchaus jetzt nachvollziehbar dahingehend. IWM, das ist ja mit Small Cap, das ist so der, ich nenne ihn mal Value-Bereich. Der Value-Bereich zum Beispiel, der hat in der jüngeren Vergangenheit, also in der letzten Dekade eigentlich, massiv underperformed gegenüber dem Growth-Sektor, also das heißt Wachstumstiteln, und hat potenziell Aufholpotenzial, beziehungsweise Growth auch aus der Perspektive vielleicht Korrekturpotenzial. Und auch das macht diesen Breakout hier an dieser Stelle so mächtig und eventuell den Weg, ist es der Wegbereiter für eine sehr, sehr starke Rallye, die uns hier im Small-Mid-Cap-Bereich und im Value-Bereich eben tatsächlich ansteht. Und demnach, wie gesagt, mal schauen, ob es überhaupt noch mal solch einen Retest eben tatsächlich gibt, aber in Summe ist das auf jeden Fall ein Bereich, 2,33, 2,34, den wir bei einem Retest und einem Stabilisieren gegen den Bereich auf jeden Fall noch mal im Hinterkopf haben sollten für längerfristige Engagements, die man da vielleicht in Betracht zieht im Value-Bereich. So, das also noch zum IWM. Wir haben den S&P. Ja, blicken wir mal auf Gold und kommen mal zum Thema des heutigen Tages, zumindest aus global makroökonomischer Perspektive. Bevor wir uns dem Goldpreis hier widmen, also wir sehen, die Charts, die greifen ja ineinander über, ne? Und hier, das ist diese starke Widerstandsregion, die aus diesen diversen Auflagepunkten entsteht. Also wenn ich von Breakout-Potenzial in Gold spreche an der Stelle, dann spreche ich hier ganz besonders bezogen auf diesen Bereich. Und sofern dieser gebrochen und gehalten werden kann, dieser Ausbruch, ebnet er im übertragenen Sinne eigentlich den Weg mindestens bis 1.900 US-Dollar pro Finance, eventuell sogar höher. Wir bewegen uns auch saisonal in ein günstiges Fenster für Gold. Also das heißt, auch aus der Perspektive konnte da nochmal ein bullischer Treiber auf den Weg gebracht werden. Und der fundamentale Treiber, der eben da heute ansteht, ist tatsächlich hier die Inflation. Und zwar aus den USA. Wir haben gestern Erzeugerpreise gesehen, die haben die Erwartungshaltung nicht überfüllen können. Also, nee, Moment, das war ich von mir. Die haben die schon erfüllt, haben sie auch auf hohem Niveau stabil präsentiert. Aber nichtsdestotrotz, es hat nicht diesen Push über 9% gegeben, den ich da skizziert hatte. Ja, so möchte ich das mal vielleicht formulieren. Also wir sehen eine Konsolidierung hier auf erhöhtem Niveau und Sie sehen weiterhin ausgehend hiervon die höchsten Niveaus seit November 2010. Also post eben der Finanzkrise damals, beziehungsweise, Moment, ja, okay, also bezogen auf 2010, bezogen auf die damaligen Niveaus von 5%, und dann sind wir hier jetzt in Gefilde um 2008 vorgestoßen. Also das heißt, da sieht man die Niveaus, das ist so 2007, 2008 Erzeugerpreise, nur ein ganz anderes Umfeld zur damaligen Zeit, selbstverständlich. Also das heißt, Inflation, die infolge des starken Wirtschaftswachstums damals begünstigt durch den Immobilienboom und das Aufpumpen dieser Immobilienblase, billiges Notenbankgeld, was sich dann kontinuierlich verteuert hat, infolge eben des Leitzinsanhebungszyklus seitens der Fed und dergleichen. Also ein komplett anderes Marktumfeld als das aktuelle. Derzeit werden diese Produzentenpreise hier ganz klar getrieben von eben entsprechend Inflationserwartungen, die kontinuierlich ansteigen.
Lieferengpässen, Angebotskettenunterbrechungen, beispielsweise durch Corona, Lockdown und dergleichen, während, wie gesagt, zeitgleich immer mehr Liquidität ins System gepumpt wird. Und das sorgt eben dafür, dass die Erzeugerpreise kontinuierlich steigen und dass diese Preise natürlich folgerichtig dann entsprechend auf den Endverbraucher durchgereicht werden. Und genau da kommt dann eben die Inflationsrate und die Zahlen von heute eben zum Tragen. Die konsolidieren im Bereich um 5,4%. Wir haben hier schon einen recht hohen Konsens von 5,8%. Wir hatten beim, also ich weiß gar nicht, das haben wir hier die letzten 3 Male haben wir abgeschnitten gehabt. Aber ich erinnere mich dran, dass wir hier, glaube ich, im April, Mai war es, glaube ich, einen deutlichen Print oberhalb der Erwartung zu sehen bekommen haben und diese damals von mir ausgegebene psychologische Marke von 5% übersprungen hatten. Die haben wir auch seitdem nicht wieder hergegeben. Also das heißt, das war, glaube ich, im Juni, Juli, glaube ich, da hatten wir es zum Thema gemacht. Da gab es den damaligen Push auf der Oberseite. Und jetzt ist die nächste psychologische Marke im übertragenen Sinne der Bereich um 6%. Also das heißt, auch, also die Erwartungshaltung geht schon in Richtung anziehende Inflation. Sollten wir heute einen Print zu sehen bekommen, der sich oberhalb von 6% stabilisiert. Also das heißt, ein Print, der, nehmen wir mal 6% ausgegeben wird, dann würde sich die infolgedessen Realverzinsung, Real Yield, die habe ich noch gar nicht aufgemacht, Real Yield Fett, würde sich in Verbindung, also hier sehen wir es, 10 Jahre, kontinuierlich auf dem Vormarsch, minus 1,17%. Wir können mal ganz kurz gucken, Current Month, wir können das mal für das gesamte Jahr uns anschauen. 2021. Das wird jetzt eine ganze Menge, weil das nämlich für jeden Tag abgebildet ist. Aber das sind jetzt die höchsten Niveaus. Ich gucke mal ganz kurz oben. Jahresbeginn, minus 1,0. Okay. Das sind die höchsten Niveaus seit Juni. Hier. August. Da kann man es sehen. Minus 1,2% haben wir, glaube ich, nicht einmal gesehen. Nein. Minus 1,2% haben wir nicht einmal gesehen. Und das Interessante ist jetzt, also man muss das immer so ein bisschen im Gesamtkontext betrachten. Ne? Das war im Ende Juli, Anfang August. Wir haben damals schon ein relativ bullisches Bild für Gold skizziert gehabt, das sich aber nicht manifestiert hat. Also das waren hier so diese Bereiche. Und statt des Breakouts auf der Oberseite haben wir stattdessen diesen Flushout und den Retest der Jahrestiefs zu sehen bekommen. Überraschenderweise. Der Grund dafür damals lag hauptsächlich meiner persönlichen Einschätzung nach bei einer Manipulation seitens der Bullion Banks, seitens der CME an dieser Stelle, Papiergoldmarkt, der unter Druck gebracht wird und dergleichen. Wir haben es relativ zügig von diesen Niveaus und dem damaligen Flash Crash, der sich hier im Anfang August dann auch herauskristallisiert hat, erholt, konnten damals erneut diese Widerstandsregion nicht rausnehmen. Aber früher oder später wird sich einfach diese in Anführungsstrichen Manipulation nicht mehr aufrechterhalten lassen. Und jetzt laufen wir eben in diesen Bereich nochmal. Kurz vorher, vor der Veröffentlichung, haben einen unglaublich signifikanten Bereich hier natürlich herausgebildet. Mit Bruch ist durchaus weitere Dynamik zu erwarten, denn viele Marktteilnehmer werden auf diesen Bruch dann aufspringen wollen. Und es ist durchaus davon auszugehen, dass die Realverzinsung in diesem Zusammenhang hier für 10 Jahre, also das ist die mittlere Spalte an dieser Stelle, dass die auf neue Jahreshöchststände steigt. Also wir sind knapp unterhalb der Jahreshöchststände. Minus 1,19 haben wir gerade da oben gesehen, im August waren es. Jetzt sind wir bei minus 1,17. Ganz kurz zur Erklärung, was das hier anzeigt. Das ist die Differenz 10-jähriger Zinsen zur Inflation. Und was wir an dieser Stelle einfach hier eben zu sehen bekommen, ist aktuell ein 10-jähriges Zinsniveau. Also theoretisch, eigentlich ehrlich gesprochen, ist so ein bisschen die Frage, wie sich diese Zahl an dieser Stelle ganz konkret berechnet. Denn die ist eigentlich deutlich unter dem, was man erwarten würde. Denn was du hier machst, ist, du nimmst die 10-jährigen Zinsen, die bekommst du, ich gehe mal ganz kurz hier auf meinen Chart, die bekommst du hier mit 1,48% derzeit. Und wenn du jetzt eine Inflationserwartung hast oder eine Inflationsrate an dieser Stelle, also es ist eine Inflationserwartung für die kommenden 10 Jahre, die deutlich oberhalb offensichtlich von 3% liegt. Und also was du nicht machst, ist 1,48 abzüglich dann der Inflationserwartung für die kommenden, für die kommenden 10 Jahre. Die liegt aktuell bei ungefähr 2,5%. Und genau diese 2,5%, die du dann hiervon abziehst, die liefern dir dann unterm Strich eben diese 1,17, also bisschen mehr, 2,6%. Desto höher jetzt allerdings die Inflation sich präsentiert, ist die Inflationserwartung natürlich auch. Die nimmt dann ebenfalls Momentum auf der Oberseite an. Und das bedeutet sehr konkret gesprochen, ein Print hier oberhalb von 6% wird genau diese Inflationserwartung treiben und infolgedessen die Realverzinsung sich noch negativer gestalten lassen und fundamental genau den Trigger liefern, der dann dazu führt, dass Gold diesen Breakout hier auf der Oberseite zu sehen bekommt. Und das ist etwas, das sollte nicht unterschätzt werden. Also ich hatte gestern schon gesagt, das ist ein
jetzt auch hier eine Konstellation, auch dieses niedrig volatile Umfeld. Wir haben gestern Abend, was? Mal kurz gucken. Nee, ehrlich gesagt, also hier sieht es gar nicht so, sieht nicht so imposant aus. Gestern so einen kurzen Flush mal zu sehen bekommen. Das war hier 16 Uhr, 16, 17 Uhr ungefähr. Da gab es einen kurzen Flushout. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das war auch mit im Einklang mit Tesla. Wie gesagt, da gucken wir gleich mal drauf. Das war so ein kurzer, ja, war das ein Deleveraging-Moment? Ich will es nicht überbewerten, aber es war zumindest mal so ein kleiner Push auf der Unterseite. 10 Dollar, die wir hier in Gold verloren haben. Wir haben auch in dem Zusammenhang 20 Cent, glaube ich, roundabout in Silber Abgabedruck gesehen. Für mich deswegen relevant, weil Silber habe ich infolge dieses Flush tatsächlich wieder eine Long-Position aufgebaut. Da gucken wir auch gleich mal kurz drauf. Und wir sind dann allerdings in den Abend zurück hochgelaufen. Also das heißt nochmal in den Bereich der Tageshochs. Driften jetzt wieder so ein bisschen niedriger, also das heißt, so wirklich Nachfrage kommt nicht rein, aber es ergibt sich eine Konstellation, die ich unglaublich interessant finde, weil sich klare Level geben, gegen wie wir hier riskieren. Also sprich anders formuliert, ich würde aktuell ein Setup formulieren mit Ausblick auf die Inflation und der Erwartungshaltung, dass diese deutlich oberhalb der Erwartung veröffentlicht wird. Ich würde sagen, ich habe meinen Stop hier bei 1819 roundabout, 819, hier ist mein Stop. Am 832 habe ich mein Buy-Stop. An der Stelle, also das heißt, ich kaufe mit Bruch über dieses Niveau und habe 14 Dollar, 13, 14 Dollar Risiko an der Stelle für einen Trade, der locker dann in den kommenden Tagen meiner Einschätzung nach Potenzial hat, bis in gefilde um 1920. Also das bedeutet sehr konkret gesprochen, wir können das mal ganz kurz, wir machen es mal ganz grob. So, ich hole mal kurz hier einmal. So. Also wir haben hier die 8,18 als Stop. Hier oben die 8,32 als Buy Stop. Das ist unser Entry. Wir haben also ein Risiko an der Stelle von 14 Dollar. Das ist unser Risiko. Und auf der Oberseite gehen wir auf ein Ziel, nicht heute zwangsläufig, also das wird nicht in einem passieren, aber das wäre der Wegbereiter mit Bruch und Close oberhalb dieser Region, würden wir auf die wahrscheinlich 29er Region sogar gehen. Und dann sehen wir an der Stelle, ist das eine potenzielle Chance an der Stelle von etwas mehr als 90 Dollar. Und dann siehst du ein unglaublich attraktives CRV, finde ich, für solch einen Trade-Gedanken, ausgehend von dieser engen Konsolidierung unter dieser signifikanten Breakout-Region. Also das bedeutet, Gold hat hier ich finde, sehr vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis, gerade für einen bullischen Breakout mit einem CRV, wie gesagt, in der Größenordnung, habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet, 15 Dollar. 30, 6 zu 1. Also, das heißt, das ist ein unglaublich attraktives Setup. Und wie gesagt, solch ein Break höher, der sich abzeichnen würde, der wäre zu erwarten durch den fundamentalen Trigger. Also, das heißt, dadurch, dass wir jetzt von dieser Ausbruchregion potenziell und den gestrigen Tageshoch so ein bisschen wegdriften oder den Hochs, den wir heute Nacht ausgebildet haben, dadurch, dass wir davon wegdriften, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Breakout dann hier auf den Weg gebracht wird durch den fundamentalen Trigger, extrem hoch. Und wir wissen auch relativ zügig, ob wir falsch liegen, nämlich wenn es einen kurzen Spike gibt und dann anschließend Gold verkauft wird. Das hat es ja auch schon in der Vergangenheit häufiger gegeben. Dann bist du bei 18, also dem Tief dieser Konsolidierungszone, einfach aus dem Trade schlichtweg raus. Und ja, dann soll es eben nicht sein. Auf der Kehrseite sehen wir den Breakout und die Konsolidierung hier, dann auf hohem Niveau, Tagesschlusskurs im Bereich der Tageshochs oder dergleichen, haben wir vielleicht sogar eine Möglichkeit, morgen auf dieses aktuelle Initial, auf diese Kernposition, die wir hier ausgehend von diesen Parametern eingehen, eben nochmal hinzuzuaddieren. Und wie gesagt, auf der Oberseite eben mindestens auf die Region 1900, 1920 eben zu gehen, eventuell sogar höher. Also Kernposition bedeutet an der Stelle, vielleicht würde man auf solch einen Close im Bereich der Tageshochs einen sogenannten Momo-Trade aufsetzen, das heißt einen Move-to-Move-Trade, das heißt von dem derzeit dann aufgebrachten Momentum versuchen zu profitieren. Und um diese Kernposition, die man hier aufbildet, herum zu traden. Also das heißt, einen Cashflow zu generieren und infolgedessen dann eben entsprechend hier zu versuchen, auf die 29 zu gehen, beziehungsweise auf eine Jahresendrally, dieses saisonal günstige Fenster für Edelmetalle in den Jahresschluss hinein, welches auch bekannt ist, davon eben zu versuchen zu profitieren. Und vielleicht, also das ist natürlich ein sehr optimistisches Szenario. Ich bin natürlich auch befangen, weil ich gehe davon aus, wenn sich Gold derart präsentiert, dann würde auch mein Silbertrade entsprechend natürlich so anspringen. Deswegen ist das alles so ein bisschen zu relativieren. Wenn ich da selber eine Position halte, dann bin ich natürlich dieser sogenannten Confirmation Bias unterlegen. Also das bedeutet, ich sehe an der Stelle natürlich jetzt viele Dinge, die meine These in Bezug auf Silber bestätigen oder alles im Grunde genommen und bullisches Bild an entsprechend skizziere. Also deswegen ist das so ein bisschen abzuwägen entsprechend, wenn man sich da selber für entscheidet, solch einen Trade aufzusetzen. Aber ich könnte mir dennoch vorstellen, dass wir
bei solch einem Szenario, vielleicht sogar einen Lauf in Richtung der Jahreshochs, und die sind im Anfang Januar markiert worden, um 1.950 zu sehen bekommen. Also das könnte durchaus der Wegbereiter sein für einen stark, stark bullischen Lauf, der sich hier abzeichnet, besonders auch im Hinblick auf die Underperformance. Wir haben Geier zum Beispiel auf den IWM geschaut, Russell, da wird der eine oder andere vielleicht jetzt auch sagen, vielleicht ist das dann ja auch die Initialzündung für eine stärkere Rallye, die uns zum Beispiel im Value-Bereich, Querstrich im Minenbereich, Goldminenbetreiber, Newman, Barrick Gold und dergleichen ansteht. Also das ist durchaus etwas, was man so ein bisschen jetzt im Hinterkopf haben sollte. Und wie gesagt, wo wir heute mit den fundamentalen Trigger, mit den Inflationszahlen vielleicht dann entsprechend eben genau diesen Treiber finden. In Bezug auf meine Silberposition habe ich in diesem Flush diese Position aufgebaut, der gestern stattgefunden hat. War auch knapp, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich einen Stop knapp unterhalb der 24. Ich will das mal ganz kurz hier einzeichnen. Mit den ganzen Leveln, wie ich auf die entsprechenden Stop-Niveaus und dergleichen komme. Pendelt aktuell um Break-Even, hat sich gestern noch schön erholen können. So, also das ist die Breakout-Region hier. Ein bisschen tiefer vielleicht. So. Ungefähr 24 ist diese Region. Und wir hatten ja schon seit geraumer Zeit hier dieses Szenario zum Thema gemacht. Ich hatte gesagt, für mich, also Setup formuliert gehabt, nachdem wir hier uns also ein bisschen austoppten, so überrollten, vielleicht so gegen die 24,50 könnte man sagen, gesagt, ein Rücksetzer hier, gegen diese Trendlinie möchte ich mich long positionieren, verlief zu dem Zeitpunkt, als ich einen Trade eingegangen bin, um 24,20, 24,22. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn die Trendlinie gebrochen wird, sieht jetzt gerade so ein bisschen danach aus, deswegen ich bin durch den fundamentalen Trigger, den wir heute haben, noch geduldig und auch willens, die Position zu halten an dieser Stelle, aber ich bin mir durchaus des Risikos bewusst, dass wenn ich nicht sofort ein Feedback bekomme, dass dieser Trade dann eher mit Vorsicht zu genießen ist, beziehungsweise meine ursprünglich aufgebaute Position eben reduziert werden muss an der Stelle, beziehungsweise vielleicht sogar, ja, sogar komplett rausgenommen werden muss. Also, Rücksetzer gegen diesen Bereich, wir sehen dann eben gestern diesen kurzen Flush, Bruch unter und Stop liegt bei 23,95. Also das heißt knapp unterhalb der 23,90, also knapp unterhalb der 24er Marke dieses runden Levels. Gestern nicht geholt worden, im Tief gehandelt bei 24,02. Und jetzt ist ganz interessant, jetzt ist das dahingehend interessant, weil ich nämlich schon ein Setup, gestern war Dienstag, Montag formuliert hatte, wo ich initial ein Limit eingelegt hatte gegen die 24,02. Und das hatte ich aus der Konstellation, eben aus der gleichen Konstellation, nur halt mit einem etwas tieferen Eintauchen, wie wir aus diesen Gefilden hier kommen. Das war am, ich gucke mal ganz kurz, 8. Ja, doch Montag, genau. Dass wir, wenn wir hier überrollen gegen 24,20 zu diesem Zeitpunkt, dass wir dann eben in diese Gefilde um 24 zurücklaufen. Hatte also die 24,02 mit einem Limit hingelegt gehabt und hatte das gestern dann angepasst, nachdem wir nämlich diesen Rücksetzer nicht zu sehen gekriegt haben, sondern dann in Richtung eben am Montag schon bereits auf neue Hochs vorgestoßen waren und dann eben hier deutlich oberhalb von 24,40, 24,50 konsolidierten. Habe das dann entsprechend angepasst an diese Trendlinie hier. Und jetzt habe ich mich gestern natürlich so ein bisschen erstmal geärgert und habe dann aber realisiert, dass das Quatsch ist. Ich hatte nämlich überlegt, hier, wie gesagt, die 24,02 zu kaufen. Jetzt wären wir da fast im Tief gehandelt. Und dann guckst du dir den Print an und denkst dir, den hätte ich ja gar nicht bekommen. Wenn der Print, und das habe ich mir dann im Nachgang ganz genau angeguckt, 24,023 ist, also das heißt Nachkommastelle Punkt 3, dann werde ich infolge des Spreads, weil der Geldkurs nicht der ausschlaggebende Punkt ist, also ich bin dann zwar Geld zu diesem Bereich, aber ich brauche natürlich auch einen Briefkurs zu dem jeweiligen Niveau, würde nicht gefillt werden. Und dann stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, hätte ich denn in dieser Bewegung gestern generell, hätte ich eine Long-Position aufgebaut? Da muss ich ehrlich gestehen, ich denke nicht. Also ich denke, dass ich dann hier eher vielleicht jetzt in diesem Bereich, das ist aber dann das gleiche Niveau ungefähr, vielleicht auf diese Konsolidierung jetzt im Bereich um 24,20 vielleicht eine Long-Position aufgebaut hätte. Aber gestern auf diesen Flush, in dieser Action, hätte ich keine Position aufgebaut, denn das sah viel zu riskant aus an der Stelle. Also eigentlich hatte ich schon wieder einen Gedanken, auch mit dem Trade abgeschlossen nach diesem recht aggressiven Flush. Die 24 konnte jetzt gehalten werden. Also bis jetzt ist der Trade, wie gesagt, noch nicht ins Plus gelaufen oder sonst dergleichen. Das heißt also, das Risiko, dass wer ausgestoppt wird, besteht auch weiterhin. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich mich im Nachgang gefragt hätte, hätte ich dann, wenn ich diesen kleinen Filter nicht gekriegt hätte, um Punkt, ja, vielleicht einen Punkt, einen Cent vielleicht, den Entry verpasst hätte, hätte ich dann hier in diese Price Action mich long positioniert?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also in der Nachbetrachtung muss ich sagen, ich glaube, einen besseren Kurs als den, ausgehend von meinem, von meiner mentalen Verfassung, hätte ich wahrscheinlich nicht bekommen. Und deswegen, ja, deswegen bin ich bis hierhin ganz zufrieden. Jetzt schauen wir einfach mal, wie gesagt, fundamentaler Trigger. Sollte sich dieses Szenario für Gold derart ausgehen, gehe ich davon aus, dass auch Silber dann hier ein durchaus starkes Breakout-Potenzial hat und wir ein bisschen gefilde um 25 laufen. Das setzt allerdings natürlich voraus, dass wir vorher nicht so ähnlich wie letzte Woche hier auf den Non-Farm-Payrolls diesen kurzen Flush unter die 24 sehen. Dann reißt wahrscheinlich die Position raus und dann die Rallye, das wäre äußerst ungünstig an der Stelle. Deswegen würde ich gerne sofort den Push auf der Oberseite eben zu sehen bekommen. So, ja, das also noch zur Silberposition. Jetzt der Blick einmal auf Tesla, auf die ich jetzt schon drei oder vier Mal verwiesen hatte, auf diesen Flushout. Gestern, wie gesagt, wir hatten schon am Montag zum Thema gemacht, das Risiko einer tiefen Korrektur bestand. Wir sehen dieses Gap Down. Ja, Montag nach dem Wochenende. Wir erinnern uns kurz daran, was passiert ist. Übers Wochenende hat Elon Musk eine Umfrage bei Twitter gestartet, und zwar inwiefern er 10% seines Tesla-Stakes abstoßen soll. Infolge eben dieser Spekulation jetzt oder der Kommunikation seitens der Politik in Bezug auf die Besteuerung von unrealisierten Kapitalgewinnen. Und das ist zwar vom Tisch, aber nichtsdestotrotz hat Musk in diesem Zusammenhang eben den Ball aufgegriffen. Der ist ja durchaus mit Regulatoren durchaus so ein bisschen auf Kriegsfuß, vielleicht auch ein bisschen sogar extrem mit der Biden-Administration, infolge nämlich des Umstands, dass so ein bisschen der Eindruck entsteht, als wenn die Tesla so in gewisser Form ein bisschen außen vor lassen bei ihren ganzen Plänen im Hinblick auf regenerative Energien und dergleichen. Gut, also lange, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier in diesem Zusammenhang also diese Spekulation gesehen, dass ein Abstoßen der Aktie natürlich ein Frontrunning seitens des breiten Marktes nach sich zieht, was dann Abschläge in der Aktie nach sich gezogen hat, die sowieso schon sehr, sehr steil gestiegen war. Und dann haben wir aber relativ zügig auf diesem initialen Flushout in Richtung der 1130er Region war es ungefähr sofort ein Rebit gesehen und wir sind dann zunächst bis 1200 zurückgelaufen am Montag, nur um dann allerdings relativ durchwachsen zu schließen eigentlich. Also um 1150, 1160. Damit war es noch nicht vom Tisch, dass wir hier nochmal Attacken auf der Unterseite sehen. Ja, und dann sind wir gestern reingekommen und haben gleich vom Opening weg, haben wir stärkeren Verkaufsdruck gesehen. Natürlich Spekulation, oh, das war jetzt Elon Musk, der hat da jetzt richtig Volumen reingekippt und dergleichen. 10% seines Tesla-Stakes entspricht ungefähr 20 Millionen Aktien. Ich will das mal ganz kurz hier im Volumen euch zeigen. Wir können uns natürlich diese Spekulation anschauen, ja, und wir können uns diesen auch eventuell hingeben. So wirklich hilfreich wird es aber nicht sein. Also was wir hier nämlich sehen können, ist in dieser Kerze zum Beispiel, die dann dieses Extrem abgezeichnet hat, sind hier 2,5 Millionen Aktien verkauft worden. Wenn wir das jetzt mal in der ersten Hälfte der ersten halben Handelsstunde uns anschauen, also zwischen 15:30 bis 16 Uhr, sind hier 6,6 Millionen Aktien gelaufen. Dann in der darauffolgenden Kerze, in der Gegenbewegung, in den Bounce, sind nochmal 4,95 Millionen gelaufen. Da sind wir dann bei etwa 10, 11 Millionen Aktien an der Stelle gewesen. Unterm Strich, machen wir uns das mal ein bisschen leichter, unterm Strich sind gestern 59 Millionen Tesla-Aktien gehandelt worden, also deutlich mehr als das, was Musk hier abstößt, beziehungsweise durchschnittlich oder abstößen würde mit 10%. Wir haben 22,44 Millionen, die durchschnittlich gehandelt werden. Ob wir uns in Spekulationen hingeben oder nicht, ich persönlich, das sind Spielereien. Es gibt jetzt wieder viele Diskussionen. Ist das moralisch vertretbar? Ja, das ist ein durchaus, ja, das sind potenzielle Marktmanipulationen, die da stattfindet und dergleichen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, desto länger ich jetzt mich mit den Märkten beschäftige, desto egaler wird es mir ehrlich gesprochen. Was mich im Hinblick auf Tesla interessiert ist, wie tief könnte ein Bounce laufen, um von dieser mega weiter intakten Wachstumsstory zu profitieren in solch einen Bounce. Das ist das, was mich jetzt aktuell interessiert. In dem Zusammenhang interessiert mich jetzt, sehen wir vielleicht gegen dieses psychologisch relevante Level die Tausender-Region gleichen Support reinkommen oder setzen wir nochmal ein Stück weit tiefer an zu einer Korrektur? Ein Stück weit tiefer bedeutet er dann, und dann sind wir in 100er Schritten relativ zügig dabei, gibt es vielleicht einen Retest dieser ehemaligen Allzeithochs um 900 Dollar? Diese Region würde ich auf jeden Fall beobachten. So, das würde ich auf jeden Fall beobachten, weil nämlich in diesem Bereich, also dann auch potenziell eine etwas flacher verlaufende Trendlinie verlaufen würde. Wie gesagt, der Bargain in Anführungsstrichen, der wirklich,
Top-Preise, möchte ich es mal fast nennen, wären Niveaus hier um 780 bis 800 Dollar. Das wäre in der Region, da würde ich, also da würde ich fast schon sagen, da müsste man ausgehend von diesen Wachstumsaussichten und potenziellen Kurszielen ausgehen von diesen, von dieser Wachstumsgeschichte um 1500 Dollar, würde man unglaublich attraktive CRVs tatsächlich finden. Also selbst schon für mittelfristigere Trades. Das wird jetzt nicht innerhalb eines Tages laufen, aber innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate. Also das sind jetzt Niveaus, die sind interessant. Ich habe gesehen, ich möchte das ganz kurz mal hier zeigen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran. Ah, einen Moment, wir machen es anders. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran. Ich hatte vor kurzem ein Tutorial gemacht zum Thema VWAP, volumengewichteter Durchschnittspreis. Und hatte in dem Zusammenhang auch den sogenannten Anchored VWAP zum Thema gemacht. Also diesen geankerten VWAP ausgehend von einem fundamentalen Trigger. Und das Interessante in dieser Konstellation ist, dass ich gestern hier... Ich hatte auf Brian Shannon, glaube ich, auch verwiesen. Alpha Trends heißt der bei Twitter. Der hatte gestern eine unglaublich interessante VWAP-Betrachtung hier zu Tesla. Was der hier macht, ist, der guckt sich den VWAP, das ist jetzt ein, an der Stelle 5-Minuten-Chart, müsste das sein, ne? Ist das ein 5-Minuten-Chart? Next EPS, 1100, Options Beta, steht da eine Zahl? Ich glaube, das ist ein 5-Minuten-Chart. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Spielt aber auch gar nicht so eine große Rolle. Also, was der hier macht, ist in Orange, das ist der 5er DMA an dieser Stelle. Also, der ist für uns irrelevant. Was uns interessiert, ist diese Zahl hier. Und zwar die, oder die Linie, die lilafarbene Linie. Der guckt sich... Ab dem 4. Oktober, da unten kann man sehen, also nicht ganz so gut, es ist abgeschnitten, aber dem 4. Oktober guckt er sich dieses Gap up an. Was ist damals passiert? Das waren die Delivery Numbers fürs dritte Quartal, die Tesla veröffentlicht hat. Das war die Initialzündung eigentlich für die Antizipation dann auch sehr starker Earnings, die dann hier veröffentlicht worden sind. Das war dort, meines Wissens, am 21. Genau, am 21. Hier kam die Herzgeschichte. Und was der hier macht, Anchored VWAP, ist, der guckt sich das durchschnittlich gehandelte Volumen an. Und zwar ausgehend von einem fundamentalen Katalysator, den viele Marktteilnehmer auf dem Schirm haben. Und das ist der durchschnittlich bezahlte Preis, den diese lilafarbene Linie einfängt. Und guck mal, wo die verläuft. Die verläuft punktgenau fast bei 1000 Dollar. Also das ist der erste VWAP, den er sich anguckt, wo ich mal gespannt bin, ob eine Reaktion stattfindet. Also wir wissen es nicht, aber es ist zumindest mal auch aus der volumengewichteten Perspektive durchaus ein lohnenswertes, mal diesen Bereich sich anzuschauen. Es ist durchaus denkbar, dass ein Bounce stattfindet. Ich würde mir natürlich wünschen, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, dass die ja nicht hält. Man müsste jetzt mal schauen, ich habe das nicht vorbereitet heute früh, aber man könnte zum Beispiel mal schauen, wie hat sich das Volumen dargestellt, ausgehend vom Jahresbeginn zum Beispiel, year to date. Also seit Jahresbeginn ist Tesla ja wieder unglaublich stark gelaufen. Wir haben das Jahr begonnen hier im Januar, 6. Januar, so in den Gefilden ungefähr. Also das heißt um 730 ungefähr. Haben zwischenzeitlich einen riesen Flash gesehen auf der Unterseite. Das wäre auch so ein nächstes Event, also zum Beispiel die März- bzw. Mai-Tiefs hier heranzuziehen. Das heißt also, was wir machen, ganz kurz zur Erklärung, wir würden jetzt die Handelstage zählen, ab diesem Zeitpunkt, Jahresbeginn, also das ist dann eine Year-to-Date-Betrachtung oder hier ausgehend von diesen Übertreibungstiefs im März oder diesen Übertreibungstiefs ab Mai beispielsweise, das sind Events, die sind den Marktteilnehmern im Gedächtnis. Tatsächlich hier kann man sehen, da ist auch das tatsächlich höchste Volumen gehandelt worden, da am 4. März, damals in dieser Volatilität, die dort in diesem Tech-Boom da stattgefunden hat und die Zinsen. Das ist also durchaus ein Level, welches Marktteilnehmer auf dem Schirm ist und der eine oder andere wird sich vielleicht jetzt ärgern. Und zwar, dass er dort in diese Niveaus nicht gekauft hat, weil das eben unglaublich attraktive Niveaus waren. Allerspätestens hier in diesem Bereich, als es einen Retest gab. Also das bedeutet, das sind durchaus Niveaus und Level, die den Marktteilnehmern im Hinterkopf sind und die durch kognitive Verzerrung, wie diesen sogenannten Anchored-Effekt, diesen Anker-Effekt, durchaus eine Rolle spielen. Also es bedeutet, anders formuliert, man könnte ausgehend vom gehandelten Volumen dann über die letzten Monate bzw. die jeweiligen Handelstage hier durchaus Niveaus versuchen ausfindig zu machen, gegen welches Support erwartet werden dürfte. Wie gesagt, die Tausender-Region ausgehend von den letzten Delivery Numbers wäre so ein erstes Niveau und dann würde man sich kontinuierlich daran arbeiten. Also das bedeutet, was Tesla hier gerade fabriziert, ist unglaublich interessant, unglaublich attraktiv und liefert die Möglichkeit, Rückschlüsse zu ziehen, in so welchen Bereichen bei einem mit einem Bounce zu rechnen wäre, gegen welche Niveaus wir also einen Support finden, weil einfach Marktteilnehmer ausgehend von diesem Anker-Effekt eben entsprechend agieren. Also das bedeutet, 1000 ist das erste Level,
Ich würde jetzt mal aus rein charttechnischer Betrachtung, ohne jetzt entsprechend eben diese Anchored Rebop-Effekte und dergleichen, diese volumengewichteten Durchschnittspreise mit in Betracht ziehen, würde sagen, unterhalb von 1000 ist es der Bereich um die ehemaligen Allzeithochs. Das ist die Breakout-Region. Ist auch hier, man muss auch sagen, das ist auch aus der Perspektive ein ganz interessanter Bereich, weil wir natürlich sagen müssen, das war die Initialzündung damals für diese Ankündigung mit Hertz. Das ist jetzt noch nicht mal ein Monat her, das sind zwei Wochen hier tatsächlich. Also das heißt, diese Niveaus um 900 ungefähr könnten dann aus der Perspektive alleine schon interessant werden. Ja, und das ist einfach mal so als Grundlage, wie man hier ausgehend eben von dieser aktuellen Entwicklung eben durchaus dann auf ein handelbares Trading-Setup und eine interessante Trade-Hypothese eventuell kommen könnte. Tesla natürlich auch deswegen mega interessant, weil direkt korreliert zu einem heute an die Börse gehenden Unternehmen, nämlich Rivian. Ich habe das hier mal vorbereitet. Und zwar hier der größte Börsengang des Jahres. Ist das der größte Börsengang diesen Jahres? Er löst knapp 12 Milliarden Dollar. Das halte ich allerdings für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Coin war wesentlich größer. Aber okay. Coin kommen wir gleich noch zu. Also Rivian. Wer ist Rivian? Ganz kurz einmal zur Einführung. Rivian Automotive mit Sitz in Plymouth, Michigan, ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos. Potenzieller Konkurrent von Tesla. Konkurrent in Anführungsstriche zu stellen, weil Tesla spielt in diesem Bereich wahrscheinlich in seiner eigenen Liga und ist deswegen auch längerfristig definitiv auch im Growth-Bereich wahrscheinlich ein wesentlich stärkeres Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz, Rivian hat ein IPO in einem ultra heißen Bereich aktuell, Elektromobilität, jetzt vielleicht durch die gestern eingeleitete Korrektur in Tesla nochmal extra heiß. Fokussieren sich an der Stelle auf vollelektrische SUVs, aber eben auch auf vollelektrische Pickups an dieser Stelle. Also das ist deren Geschäftsfeld, in das die sich eben hier bewegen. Ich habe so hier nochmal, also dieser Artikel, ich stelle den auch in die Chatbox unterhalb dieses Videos. Ich mache mal Rivian, R-I-V-N, IPO. Stell dir mal hier einmal in die Chatbox, da kann man sich einige Informationen anschauen. Aktuelle Preisspanne dieses IPOs, heute im Laufe des Tages, also es ist davon auszugehen, heißer IPO, Nasdaq, die werden wahrscheinlich wieder etwas mit Verzögerung, zweite Hälfte des Handelstages ab 18, 19 Uhr, sollte man dort ein IPO erwarten, werden die das Pricing eben entsprechend beginnen, beziehungsweise wird der Handel einsetzen. Handelsspanne, IPO, Handelsspanne 72 bis 74 Dollar. Gestern sind hier nochmal 153 Millionen Anteile zu 78 Dollar platziert worden, also oberhalb der IPO-Spanne, was zeigt, es ist Nachfrage da. Jetzt kommt allerdings das Interessante in dieser Konstellation. Man kann nämlich hier schon sehen, zum einen, das Unternehmen ist jetzt mit einem festgelegten Ausgabepreis von 78 Dollar, zu dem der IPO stattfinden soll, eben 76,4 Milliarden US-Dollar wert. Das sind 66 Milliarden Euro und damit ist beispielsweise Rivian jetzt schon mehr wert als BMW. Leicht überbewertet. Ja, es ist ein Growth-Bereich, ohne Frage, aber wir kommen in der Gesamtkonstellation eben mit Tesla gerade in ein eher durchwachsenes Umfeld. Also das heißt, der Wachstumsausblick für Tesla wird weiter gegeben, aber kurzfristig sehen wir halt einen bärischen Bias. Und genau dieser bärische Bias, der könnte dann eben auch auf den direkten Konkurrenten, eben Rivian, bei seinem IPO durchschlagen. Sprich, ich würde jetzt an der Stelle ausgehen von diesen Niveaus, die wir schon haben. Wie gesagt, IPO-Preis, der sich bei 78 abzeichnet, beziehungsweise wir werden es dann sehen, eventuell gibt es nochmal eine erhöhte Nachfrage an dieser Stelle. Haben wir einfach einen ersten Anker, an dem wir uns orientieren können. Wir haben eine Preisspanne von 72 bis 74, also das bedeutet etwas anders formuliert, man wird seitens der sogenannten Tier 1 Underwriter, also die Firmen, die diesen IPO begleiten von Rivian, und das werden Morgan Stanley sein, das sind Goldman Sachs und JP Morgan, also die Big Banks der Wall Street an der Stelle, die werden alles dran setzen in diesem heißen Bereich, eben entsprechend, naja, wie soll ich sagen, einen erfolgreichen IPO nach sich zu ziehen. Das bedeutet, etwas anders formuliert, wo auch immer der IPO-Preis dann liegen wird, 78 gerade so als Orientierung an ausgehend von der gestrigen Platzierung hier, man wird versuchen, den zu verteidigen, diesen Preis. Und das ist als erster Anker eben durchaus interessant. Ich will das mal ganz kurz hier noch zeigen. Ich habe hier einmal die relevanten Level aus einer Präsentation, die ich mal im Hinblick auf IPOs hier zum Thema gemacht hatte. Opening Price, also das ist der erste gehandelte Kurs, dann ist das IPO High Low, das ist hoch und tief, das sich an den Handelsspanne herausgibt. Der Schlusskurs, dann für morgen relevant, da gucken wir morgen natürlich dann im Morning Meeting drauf, WeWeb Close an der Stelle und auch runde Marken, die dann relevant sind, aber die für uns relevanten Level heute in Bezug auf den Rivian IPO, wer das plant zu traden, nochmal handelbar bei Markets, Kürzel ist RIVN.
Der schaut auf den Opening Print, beziehungsweise er guckt auf das IPO High Low an dieser Stelle. Darüber hinausgehende Informationen, also mit Ausblick auf eben diesen IPO, findet man auch hier in der Discord-Community einmal. Ich habe das hier einmal reingestellt. Also hier findet ihr anhand des Beispiels Coinbase IPO, findet ihr ein Tutorial, was ich gemacht hatte. Ich habe was zum Robinhood IPO damals gemacht. Da müsst ihr mal in meinem YouTube-Channel gucken. Da findet ihr was. Ich hatte mal ganz zu Beginn des Jahres, hatte ich mal was zu IPOs rund gemacht, also grundsätzlich gemacht. Hatte das orientiert beispielsweise an Airbnb. Und ihr werdet in jedem Beispiel sehen, dass diese Level, die wir hier zum Thema machen, Opening Print und IPO High Low, dass die respektiert werden. Also das heißt, die Marktteilnehmer, das ist nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen, sondern das sind wirklich die einzigen Level, die du eben als relevant erachten kannst, weil es ja noch keine Kurshistorie gibt und anhand welcher du dann entsprechend eventuell, sehr wahrscheinlich sogar, wenn du es ein bisschen den Dreh raus hast, in Anführungsstrichen, profitable oder mit positivem Erwartungswert versehene Trade-Setups eben oder Trade-Hypothesen eben formulieren kannst. Also, wie gesagt, findet ihr alles in der Discord-Community. Ich mache ganz kurz hier einmal, den Link habe ich schon eingestellt gehabt, brauche ich gar nicht einstellen. Also einfach in der Chatbox mal kurz gucken. Da findet ihr den Link für alle, die sich Aufzeichnungen anschauen, unterhalb des Videos. Stelle ich den Link hier zur Discord-Community. Wie gesagt, das, was ihr hier als Slide habt, das ist der Hood-IPO. Genau, der Hood-IPO an der Stelle findet ihr einen PDF kostenlos downloadbar. Könnt ihr euch auch hier anschauen entsprechend. Einfach als Orientierung. Also potenziell heißer IPO. Nochmal zu erwartendes Szenario, Pop in die Eröffnung. Aber dann eher Rollover, weil überbewertet und vielleicht auch im aktuellen Abwärtssog mit Tesla eher unter Druck. Und sollten wir unter den IPO-Preis fallen und den nicht zurückerobern können, könnte das einen leichten, naja, Sellout nach sich ziehen. Nochmal, aber unterschätzt nicht den Willen von den Tier 1 Investmentbanken, Goldman, Morgan Stanley oder auch JP Morgan eben hier den Kurs entsprechend zu stabilisieren. Das ist durchaus etwas, was ihr im Hinterkopf haben solltet. Also hier, wie gesagt, Rivian, ja. RIVN, da noch keine Kurse, deswegen werdet ihr jetzt auch nichts finden an dieser Stelle. Auf jeden Fall heute potenziell heiß. Auch heiß mit Sicherheit, was Coinbase uns präsentiert. Coinbase deswegen heiß, weil gestern eigentlich noch relativ solide geschlossen, auch grundsätzlich einen starken Run gesehen in der jüngeren Vergangenheit. Ich mache das mal ganz kurz hier auf. Stärkeren Run gesehen durch den erneuten Crypto-Boom und den Run von Bitcoin auf neue Allzeithochs. Vielleicht sollten wir hier vielleicht arbeiten mit der Aufwärtstrendlinie. Allerdings ist die nicht mehr relevant jetzt. Die ist nämlich gestern sehr deutlich gebrochen worden. Und zwar handeln wir aktuell in Gefilden um 320, glaube ich, in der Vorbörse. Das waren zumindest die Niveaus, die ich gerade hatte, bevor ich das Morning Meeting gestartet hatte. Ja, 320 da unten. Also, starke Abschläge gesehen. Starke Abschläge. Post der Earnings. Ich will das ganz kurz hier auch erklären, warum. Auch dazu hatte ich schon was geschrieben gehabt. In der Discord-Community heute früh. Roblox kommen wir gleich nochmal kurz zu. Also Coin. Eigentlich gute Zahlen. Also hier Q3 Earnings. Revenue 1,31 Milliarden. Ja, okay. Unter der Erwartung. In Ordnung. Der Umsatz. Auch der Gewinn pro Aktie. Leicht unter der Erwartung. Für einen Growth-Titel natürlich etwas, was grundsätzlich Abgabedruck nach sich zieht. Aber ich finde immer noch, wenn man sich die Monthly Transacting Users anschaut, also nämlich 7,4 Millionen, also Leute, die eine Transaktion im Kryptobereich über Coin abgesetzt haben, dann ist das eine Zahl und das ist eigentlich eine Schlüsselkomponente. Also jedenfalls für mich in dem Zusammenhang, wie viele Leute aktiv auf die Dienstleistung über den Handelsplatz Coinbase eben zugreifen. Das liegt über der Erwartung, aber, und das ist eben der Punkt, und da erklärt sich dann wahrscheinlich auch das Gap von 10% und mehr in der Nachbörse, es ist eben aus der vorherigen Periode von 8,8 Millionen deutlich rückläufig. Also das heißt, wir haben 1,4 Millionen weniger Transagierende auf Coinbase. Trading-Volumen ist mit 327 Milliarden auch über der Erwartung, aber deutlich unterhalb der Niveaus in Q2 mit 462 Milliarden. Und genau das ist natürlich etwas, das ist so ein bisschen, naja, so eine Art Neckbreaker vielleicht für Coinbase, also jedenfalls kurzfristig. Es zeigt, dass der Krypto-Hype einerseits zwar ausgeprägt zu sein scheint, Allzeithochs Ethereum, Allzeithochs Bitcoin und dergleichen, die Nachfrage eigentlich da sein sollte, aber dennoch das Interesse rückläufig ist. Das zeigen zumindest die Zahlen und genau da kommt dann eben diese bärische Reaktion jetzt nachbörslich her. Was wir aber nichtsdestotrotz erkennen können, also initial finde ich,
in den Flexion, die sich hier um 310 ausbildet. Das ist so meine Orientierung. In der Vorbörse können wir uns aktuell oberhalb dieser Niveaus halten. Wenn wir unter 310 fallen in Coinbase, ist ein Test der 300 und auch ein Fall unter die 300 durchaus denkbar. Das sollten wir nicht unterschätzen. Können wir die halten, die 310? Gucken wir mal, ob wir nachhaltig wenigstens die 320, 325 zurückerobern. Oberhalb von 325 würde ich die Short-Seite erstmal als hinfällig erachten. Tendiere aber eher zu einem nochmal Flush auf der Unterseite, der kurzfristig zwar für uns als Daytrader von Interesse ist, aber wenn wir uns das mal aus der Perspektive betrachten, dann fällt uns nämlich relativ zügig auf, dass diese Region um 300 bzw. ein bisschen tiefer, 92 ungefähr, das sind ehemalige Hochs, das ist auch so eine Breakout-Region, das sind hier die August- bzw. September-Hochs, dass die vielleicht wieder Käufer auf den Plan rufen könnten. Also ein kurzer Flush unter die 300 ist denkbar, sobald wir unter 310 handeln in Coinbase, aber dann werden die vielleicht längerfristig orientierten Trader hier mit Ausblick auf das weitergegebene Wachstumspotenzial im Kryptobereich vielleicht hellhörig und werden sagen, das sind eigentlich interessante Niveaus, gegen die man durchaus mal einen Long auf den Weg bringen könnte und wo dann auch diese übergeordnete Trendlinie im Daily Chart hier unten eben ins Spiel kommt. Also 310, die Inflection in Coinbase heute, Flush unterhalb, wie gesagt, 92 könnte durchaus interessant werden. Und ja, final dann noch hier ein Blick einmal auf Roblox. Da war ich gestern leicht zu langsam. Ich hatte die 98 als Inflection, hatte ich herausgegeben gehabt. Und habe, also zu langsam war ich, weil ich hier die 95 als zweiten Support hatte in meinem Gameplan unterhalb der 98 und hatte überlegt, gegen die zu kaufen. Und ich habe zu schnell gar nicht die Tasten gedrückt gekriegt. Das war so ein kurzer Pop-Pop und dann sind wir sofort von dort zurück über die 98 und über die 100 gelaufen. Das ist mega ärgerlich, weil wir sehen den anschließenden Lauf. Also nicht nur dieser Momentum-Trade wäre interessanter gewesen, sondern es wäre auch interessant geworden hier, diesen Rücksetzer. Der hat ziemlich genau im Bereich um Rewap hat der Stopp gemacht, also volumengewichteter Durchschnittspreis und wurde dann weiter gekauft. Mega starker Schluss. Neue Allzeithochs, kann man hier ganz klar sehen. Das letzte Mal, dass wir solch einen Run gesehen haben, das ist natürlich jetzt mit Vorsicht zu genießen, weil anderer Bereich, aber das war bei AMD, da erinnere ich mich dran, da hatten wir auch sehr, sehr starke Earnings mit einem sehr, sehr scharfen Push, Attacke auf die Allzeithochs, solch einem starken Schluss, Close im Bereich der Tageshochs und die Rallye, die hat dann bis, also ziemlich genau auch dieselben Niveaus, also roundabout um 100 damals, hat bis 120 keinerlei Widerstände gefunden. Hat dann eine schärfere Korrektur gesehen, Bodenbildung und dergleichen, das war im April, glaube ich, diesen Jahres. Aber das ist durchaus etwas, was so ein bisschen im Hinterkopf mir hier schwebt und wo ich mir vorstellen könnte, dass Roblox heute hier auch nochmal ein Kandidat ist für Action auf der Oberseite. Nur um das mal einzuordnen, was da gestern passiert ist. Also nicht, dass es überraschend käme, nach Earnings solch hohes Volumen zu sehen, aber in Relation zu dem, was durchschnittlich gehandelt wird in der Aktie, haben wir hier 8,5 Millionen Stücke. Gestern leicht unter 7, also das ist schon angestiegen. Über 90 Millionen Aktien gestern gehandelt worden. Mehr als das 12-fache. Zeitgleich dazu eine vierfache ATR. Also die ATR jetzt bei über 5 Dollar. Natürlich begünstigt durch den gestrigen Kursanstieg und diesen Mega-Run. Normalerweise lag die unter 4 Dollar, die ATR. Wir haben von den Tiefs hier gestern haben wir 15 Dollar zu den Tageshochs gesehen, innerhalb derer wir geschlossen haben. Das ist eine 4,5-fache ATR gewesen, unter massivem Volumen, mit extrem starkem Schluss. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein potenzieller Kandidat, wirklich auch weiter auf der Oberseite zu laufen. Und das gilt, solange wir meiner Einschätzung nach über 105 handeln. Ich könnte mal ganz kurz hier, machen wir mal eben, gehen wir mal kurz in die Vorbörse. Der Bereich hier so um diese Hochs, die gestern auch ehemalige Allzeithochs, beziehungsweise die Allzeithochs, ja, von vorher, beziehungsweise hier die Post-Earnings-Highs, eben in diesem Bereich. Dadurch kommt diese Signifikanz zum Tragen. Eventuell gibt es einen kurzen Flush zur Eröffnung in diesem Bereich, 104 vielleicht, 105. Das könnte aber schon ganz interessant sein, weil wenn wir von dort wieder Nachfrage-Geldseiten reinkommen sehen, könnte das der Beginn sein für die nächste Rallye, Ziel 110 und eventuell dann nochmal ein starker Lauf auf der Oberseite. Also Roblox offensichtlich ein sehr, sehr starker Kandidat im aktuellen Umfeld und profitiert trotz eben einer Rückkehr zum wirtschaftlichen Normal oder einer Abkehr von diesem Stay-at-Home, wo Gaming-Anbieter natürlich hauptsächlich gut profitiert haben,
profitiert dennoch darüber hinausgehend auch von starken Wachstumsaussichten, vielleicht auch der kontinuierlich jetzt zunehmenden Digitalisierungswelle, Stichwort Metaverse und dergleichen, könnte da durchaus nochmal Nachfrage eben nach solchen Titeln in den Markt kommen. Und wie gesagt, Roblox ist da durchaus ein Kandidat für weitere Aufschläge, zumindest kurzfristig, ausgehend auch von der jüngsten Performance, den Earnings, der gestrigen Performance post der Earnings, wie gesagt, für ein Second Day Play. Und wenn die 100, 405 hält, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir heute nochmal die 110 anlaufen, vielleicht sogar drüber. Also auch durchaus interessanter Kandidat dann heute für den oder im Einzeltitelbereich. Und jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Wie erwartet eine ganze Menge zum Thema gemacht und wie erwartet leicht überzogen. Aber wir haben einiges auf jeden Fall für den heutigen Tag. Auch wenn der DAX nicht so spektakulär ist, also wir sehen es hier, was man daraus jetzt machen soll. Ich würde jetzt sagen, 16.000 ist die Inflection. Wenn wir nochmal neue Tagestiefs markieren, nochmal Momentum auf der Unterseite, 15.9 ungefähr. Aber mein Hauptfokus liegt heute mit Ausblick auf die Inflation, 14.30 Uhr ganz klar auf Gold, auf Silber und dann ab 15.30 Uhr eben auf den Einzeltitelkandidaten Coinbase bzw. Roblox und dann darüber hinausgehend eben heute Abend auf dem Rivian IPO. Also ich vermute mal, später Nachmittag, früher Abend, so 18, 19 Uhr in dem Dreh, da wird wahrscheinlich es einen entsprechenden IPO geben. Und wie gesagt, könnte durchaus interessant sein. Wir werfen morgen auf jeden Fall einen Blick drauf. Wie gesagt, hab Tesla auf dem Schirm, könnte interessant werden. 1000, vielleicht gibt es einen tieferen Flashout. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben gestern schon gegen die... Wir haben gestern schon gegen diesen Flashout hier auf der Unterseite in Richtung der 1030 eine Gegenbewegung gesehen, hier von $70. Also das ist mega volatil. Ja, das sind Riesenbewegungen, die hier auf den Weg gebracht werden. Zeitweise und besonders solche Übertreibungen, solche teilweise Panic-Sellings, die könnten dann kurzfristig auch CRV-technisch unglaublich interessant werden. Ich meine, wir haben jetzt nicht halten können, sondern wir sind erneut übergerollt und das sieht eher nochmal danach aus, als wenn wir weiter abverkauft werden, aber das könnte ein zügiges Unterfangen werden. Flash unter die 1000, vielleicht Panic, bumm, 900 und dann poppst du drauf und stehst dann irgendwie oberhalb von 1000 und gehst aus dem Handelstag mit der Gegenbewegung von $100 alleine schon für den Tag. Also das ist durchaus etwas, da sollte man einen Fokus drauf haben. Na, sollte man eventuell eine schnelle Bewegung eben an der Stelle erwarten. Und so, das wäre es meinerseits nun mal erst gewesen für heute. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ich schaue jetzt ganz kurz, aber das sieht ganz gut aus hier. Ja, und dann hören wir uns morgen wieder. 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Donnerstag dann, den 11.11.2021. Soweit meinerseits. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und ja, wie gesagt, morgen um 10.30 Uhr haben wir es wieder. Ich freue mich drauf. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.